Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Wir haben im letzten Part Jake Marshall, Emma Sky und auch Lana Sky nach dem Fall SS-9 ausgefragt. Und wir haben einige Informationen erhalten. Und wollen jetzt, da es Emma auch immer ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr auf Damon Gent zeigt, dass da viel auf ihn, naja, schlecht ist jetzt nicht unbedingt, aber es wird nicht, wird viel über ihn geredet und deswegen will ich ihn jetzt mal befragen, wenn er hier jetzt kommt. 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Außerdem gibt's richtig tolle neue Infos. Es kommt zwar Phoenix Wright vs. Professor Layton raus. Das wird ein hammergeiles Spiel, würde ich jetzt mal sagen, weil ich mag beides sehr doll. Hatte ich ja schon mal erzählt, dass es rauskommt. Und ich habe gelesen, und ich habe es auch gesehen, es kommt ein neues Phoenix Wright raus. Phoenix Wright 5. Und ja, dieses spielt halt nach Apollo Justice, was ich ja auch jetzt play. Ich werde erstmal die ersten vier Teile spielen. Leider kommt das zwar für den 3DS raus, das heißt, ich würde es nicht, wer kann es momentan nicht let's playen, ich könnte es allerhöchstens abfilmen, aber ich glaube, das ist blöd. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich riesig drauf und ich hoffe, ich konnte das mehreren Leuten sagen. Und wenn ihr es hört, freut euch drauf, weil wenn ihr Phoenix Wright mögt, das wird hammergeil, würde ich jetzt mal sagen. Ihr könnt euch auch mal Trailer angucken, wenn ich so schlau bin und das jetzt nicht vergesse, bis, wenn ich das Video hochlade, das hier, und ich das nicht vergesse, kann ich ja mal das einen Link zu dem Trailer von dem Spiel zeigen. Gut, dann lass uns weitermachen. Im Polizeirevier. Hier ist ja nie viel los, aber heute ist hier keine Menschenseele. Das heißt, dass alle fleißigen Verbrechen aufklären. Ach, wenn sie nach dem anderen suchen, die sind alle im Konferenzraum. Danke. Wow, er hat tatsächlich mit uns gesprochen. Nachdem der Polizeichef Lanas Tat bekannt gab und entschieden wurde, was aus Herr Edgeworth wird, ganz zu schweigen von unserer Presseerklärung und dem morgigen Prozess, herrscht ein Chaos, als wäre morgen Weihnachten und Ostern. Ich glaube, in diesem Zusammenhang spricht man eher vom Festen. Wir würden uns gerne mal im Büro von Polizeichef Gant umsehen. Gehen Sie einfach über den Flur in das andere Gebäude und dann ins oberste Geschoss. Wirklich? Sie meinen, wir dürfen dort hineingehen? Ich meine, wir sind doch keine Polizeibeamten oder so. Hey, du hast recht. Ihr könnt da nicht reingehen. Der Zutritt ist verboten. Jetzt weiß ich, woher Inspektor Gumshoe seinen einmaligen Schadenbesitz bezieht. Nun, worauf warten wir noch? Ab ins Büro des Polizeichefs. Egal. Büro des Polizeichefs. Wo? Eine riesige Orgel. Oh, geil. Ist die groß. Okay, Orgel sind immer groß, aber... Wie groß muss denn dieses Zimmer sein, dass er in seinem Zimmer eine Orgel stehen hat? Hallo? Oh Gott. 24. Februar. Dieser Polizeirevier. Polizeirevier, Büro des Polizeichefs. Oh, wo bin ich hier? Im Büro des Polizeichefs, Dummerchen. Das steht zumindest an der Tür. Sieh dir diese Orgel an. Das ist echt, oder? Hey, ich hatte Orgelunterricht im Kindergarten. Man nannte mich Kleines Fräulein Bach. Ich spiele jetzt ja nicht drauf. Ich dachte, ich wäre ein Genie, bis sie versuchten, mir Noten beizubringen. Aha. Hör auf. Ich konnte mir nie merken, wo das C war. Oh, 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 oh. Das war jetzt nicht schön. Hallo, ich kann... Zwar nicht, ich bin zwar kein Musiker und ich kann auch nicht super gut spielen, aber ich weiß aber wenigstens, wo das C ist. Hallo? So. Oh, oh. Ach, Sie beide. Polizeichef Gant. Er hat uns das Dokument, das er gelesen hat, in seinen Schreibtisch gelegt. Er hat das Dokument, das er gelesen hat, in seinen Schreibtisch gelegt. So. Nun, Herr Wright, waren Sie in letzter Zeit mal schwimmen? Nein, war ich nicht. Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Das verstehe ich. Ja, ich hatte auch alle Hände voll zu tun mit Marshalls Fehlverhaltung und Lanas provokante Äußerung. Provokante Äußerung? Ach, sie meinst du den manipulierten Beweisen? 2 Jahre sind seit jenem Vorfall vergangen. Oh je, wie die Zeit vergeht. Sehen Sie das große Bild dort an der Wand? Oh. Das ist ja geil. Herr Gant, Lana Sky und Neil Marshall. Mit dem Schild. Das ist ein Bild von Lana, Neil und mir. Das ist also Herr Marshalls Bruder, Staatsanwalt Neil Marshall. Es wurde als Andenken an unsere Zusammenarbeit gemacht. Irgendwas stimmt mit diesem Bild nicht. Auch wenn ich es nicht genau immer ausmachen kann. Gants Teamfoto zu jetzt hinzufügen. Das gucken wir uns mal ganz kurz an.
Diese Ritzerdings, das sieht auch lustig aus, warte. Aber los, das Bild angucken. Hey, da guck mal, da steht hier. Hä? Ach, das wurde in dem Raum hier gemacht. Oder ist das die? Die sieht so aus, ne? Na, ja, doch, kommt hin. Okay. Hey, Moment. Ist das nicht die Vase? Das ist doch... Moment. Da. Das ist doch die Vase. Oh Gott, hä? Also wenn das jetzt mal nichts zu bedeuten hat, diese Vase. Eine Vase, die dann auch hier mit den Händen. Das ist ja auch die Rüstung. Die Vase, was macht die Vase da drauf? Oh, hat das irgendwas zu bedeuten? Foto von Gant, Lana und Neil. Auf der Preisverleihung. Drücken Sie prüfen für Details. Foto, ich will ja nichts sagen, ne? Wir sind hier nicht. Nee, Moment, Englisch ist das auch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ach egal. Ich will nichts sagen, aber ein F wäre da, glaube ich, passender. Ich würde ja gerne den ganzen Tag in Erinnerung schwelgen, aber ich habe noch zu tun. Ich werde hier abschließen, also kommen Sie bitte mit raus. Oh, aber dieses Büro war doch vor 2 Jahren ein Tatort, oder? Dieser Fall ist doch schon längst abgeschlossen. Weitere Ermittlungen sind nicht nötig. Wie auch immer, wir würden uns trotzdem gerne in der Person sehen. Vielleicht haben Sie mich ja nicht verstanden. Ich sagte, es ist nicht nötig, noch weiter zu ermitteln. Hä? Beeilung, jetzt raus mit Ihnen, ich muss zu einer Besprechung. Sieht so aus, als wären wir nicht willkommen. Scheint so, als wäre der Fall immer noch nicht vorbei. Was meinen Sie damit? Polizeichef Gant hat unsere Bitte, den Tatort zu untersuchen, abgelehnt. Das heißt, es muss einen Grund geben, warum wir uns dort nicht umsehen sollen. Sie meinen so etwas wie einen Hinweis? Wir müssen irgendwie an das Büro des Polizeichefs gelangen können. Okay, dann gehen wir einfach wieder ins Polizeirevier. Okay, das funktioniert. Gehen wir mal wieder... Achso, doch, geht ja. Kriminalabteilung. Einfach wieder reingehen. 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hey, meine Lieben! Inspektor Gumshoe! Inspektor Gumshoe, waren Sie bei einer Besprechung? Ich mache nur eine kleine Verschnaufpause. Meine Füße tun weh. Vom langen Sitzen in der Besprechung? Nun ja, ich musste allen Kaffee servieren. Klingt so, als wäre Inspektor Gumshoe immer noch in Ungnade. Sagen Sie, haben Sie vielleicht Edgeworth gesehen? Edgeworth? Nein, wieso? Das Polizeirevier und die Büro Staatsanwaltschaft haben es auf ihn abgesehen. Es ist beinahe so wie bei den Schlachten zwischen ihnen beiden vor Gericht. Das klingt ernst. Liegt es an dem, was meine Schwester gesagt hat? Nun, im Prinzip läuft letztendlich alles darauf hinaus. Auf diese manipulierten Beweise vor 2 Jahren. Jetzt hat die ganze Welt Edgeworths Blut geleckt. Ach du Schande. Oh oh. Edgeworths Krise. Aber warum soll Edgeworth schuld sein? Er wusste nichts von den falschen Beweisen. Lana Sky ist doch die Schuldige, was das betrifft, oder? Belanglos, der Staatsanwalt ist verantwortlich für die vorgelegten Beweise. Nicht nur das. Wie Sie wissen, kursierten viele Gerüchte über Edgeworth. Seine Feinde waren nicht in der Lage, etwas gegen ihn zu unternehmen, weil er als Ankläger so unglaublich talentiert ist. Aber jetzt... Gibt es wirklich so viele Leute, die ihn hassen? In unserer Welt setzen sich nur die Besten durch. Edgeworth ist nicht nur das. Er ist auch jung. Ich kenne kein besseres Rezept, um sich Feinde zu machen. Hey Dick, weiter so! Jawohl! Lass uns mal wieder essen gehen! Ich lade Sie ein! Jawohl! Sie müssen mich mal wieder in diesen Laden mitnehmen, okay, Dick? Jawohl! Scheint so, als hätten Sie kein Problem mehr mit Feinden. Und ja, ich bemühe mich nicht zu sehr aufzufallen. Jedenfalls mache ich mir Sorgen um ihn. Unter all diesem Druck könnte Edgeworth einfach zerbrechen, fürchte ich. Also Edgeworth gab schon ganz schön viele Freunde, das ist toll. Ach ja. Übrigens, ich habe mir vorhin, als der Kaffee durchlief, die Akte mal angesehen. Er scheint sich echt Sorgen um Edgeworth zu machen. Nun, haben Sie etwas herausgefunden? Die einzige Beweise sind Lee Stark bei seinem letzten Überfall. Sein letzter Überfall? Sie meinen... Als der Staatsanwalt Marshall umbrachte, der ein Mädchen beschützen wollte. Mich.
Scheint so, als hätte Inspektor Gamm schon nicht gewusst, dass es Emma war. Damals ließ er der belastende Beweise überhaupt nicht zurück. Überhaupt zurück. Und wer war das? Oh, mal sehen. Ich glaube, es hatte etwas mit der Mordwaffe zu tun. Ach, hab's vergessen. Sehen Sie, es muss irgendwo hier drin stehen, okay? Sein Erinnerungsvermögen ist immer wieder beeindruckend. Vielleicht sollen wir ihm die Mordwaffe zeigen. Vielleicht weckt das seine Erinnerung. Erstmal will ich mit ihm weitersprechen. Darks Verbrechen. Joe Dark war 42, als das Verbrechen geschah. Er war ein typischer Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann? Wie wurde er dann zum Serienmörder? Eines Tages hat er auf seinem Heimweg jemanden in seinem Auto überfahren. Oh oh. Hey, Moment, das sollte gar nicht so sein. So, bin aus Versehen raufgekommen. Mit seinem Auto? Es war also ein Unfall? Ein Unfall, ja. Aber das weckte das Tier in ihm. Ein Tier? Er tötete einen Unfallzeugen. Dann brachte er einen Zeugen des zweiten Mordes um. Ein Kind ging vorbei, also brachte er es auch um. Als er das Töten bekam, kam ein Joker vorbei und wurde ebenfalls getötet. Schließlich stellte er sich. Scheint so, als wäre er ein ziemlich unvorsichtiges Tier gewesen. Natürlich sind das alles nur Vermutungen. Es gab keinen einzigen kleinen Fetzen eines Beweises. Er hat sich also gestellt. Ja, aber mit einem Verhör ist er abgehauen und hat sein letztes Opfer umgebracht. Staatsanwalt Marshall. Auch bei diesem Verbrechen gab es einen Zeugen, aber Dark wurde sofort verhaftet. Es war gut, dass der letzte Zeuge nicht getötet wurde. Der letzte Zeuge. Er meint wohl Emma. So, jetzt zeigen wir mal die Mordwaffe. Wenn man sich das überlegt, er überfährt jemanden, steigt aus und dann hat das jemand gesehen. Den bringt er um. Dabei ist ein kleines Kind vorbeigefahren. Das hat er auch umgebracht. Da kam ein Jogger, den hat er auch umgebracht. Und dann hat er sich gestellt. Oh Mann, das ist nicht gut. So, die Mordwaffe, das war doch hier dieses Springmesser. Oder doch der Schraubenzieher. Nee. Scheiße. So. Zu diesem. Hey, sagen Sie nicht das! Das ist ein Anhänger dran. Da ist ein Anhänger drauf. Auf dem Fall SS-9 steht. Ich denke, das ist die kaputte Mordwaffe, von der Sie gesprochen haben. Was machen Sie denn damit? Seit jener Fall abgeschlossen war dieses Messer in einem Schrank eingesperrt. An dem Tag, an dem Inspektor Goodman starb, verschwand er plötzlich aus dem Schrank. Und wurde dann wieder im Auto von Hedgehogs Auto gefunden. Das ist es! Jetzt kann ich mich wieder erinnern, was das für ein belastendes Beweisstück war. Als wir dieses Messer zeigten, ist mir alles wieder eingefallen. Nun, was ist das, Inspektor? Schnell, bevor Sie es wieder vergessen. Okay, ganz schnell mit ihm reden. Was ist die Mordwaffe? Oh, hab's schon wieder vergessen. Dieses Messer gehört zu Joe Dark, richtig? Das stimmt. Wir fanden das Geschäft, wo er es gekauft hatte. Seine Fingerabdrücke waren drauf. Aber keiner hatte je beobachtet, wie er damit jemanden ermordet hat, oder? Da war es mit seinem Glück vorbei. Wenn Sie sich das Messer mal genau ansehen, werden Sie feststellen, dass es kaputt ist. Man muss nicht genau hinsehen, um das zu erkennen. Nun, wie auch immer. Raten Sie mal, wo die abgebrochene Spitze des Messers gefunden wurde. Dadurch wurde er überführt. Wo war sie? Das Opfer Neil Marshall hatte sie in seinem Körper. Sie wurde tief in der Stichwunde gefunden. Passte sie zu Darks Messer? Hundertprozentig, bis zur letzten Phase. Das ist ziemlich überzeugend. Nils Autopsiebericht zur Geschichtsakte. Gerichtsakte hinzu. Und Springmesser wurde aktualisiert. Na toll. Noch mehr Beweise. Ich halte das hier nicht mehr aus. Wie soll ich das denn schaffen? Abgebrochene Spitze im Körper des Opfers gefunden. Gehörte Joe Dark. Wo ist denn das andere? Was mache ich denn? Ich kann doch einfach so machen. Geht viel schneller. So, Nils Autopsiebericht. In den Rücken gestochen. Tod durch punktiertes Herz. Und Lunge. Messerspitze im Wunde. Oh, warum ins Herz? Das ist doch... ich bin kotzen. Nee, kann ich nicht, aber... ist das eklig. Name des Verstorbenen. Neil Marshall, 27, männlich. Todeszeitpunkt 19. Februar, zwischen 19 und 19.30 Uhr. Todesursache eine einzelne Stichwunde im Herz. Lunge. eklig. Gutachten. Starb an Blutverlust. In weniger als 10 Minuten. Waffe in Wunde mit fehlender Spitze. Oh, also eklig. Erstmal einen Schluck Kakao. So. Nun, das war's in aller Kürze. Das ist alles, was ich weiß. Kann ich Sie noch um etwas bitten? Was denn? Wenn Sie Geld brauchen, sollten Sie sich am Polizeichef Kent wenden. Es geht nicht um Geld, aber es betrifft den Polizeichef. Sein Büro ist ein Tatort. Dort wurde der Staatsanwalt Neil Marshall ermordet.
der Polizeichef ist jetzt unterwegs und sein Büro ist abgeschlossen. Aber wir würden uns gerne mal etwas umsehen, falls das geht. Die Tür kann man mit jeder Ausweiskarte eines Inspektors geöffnet werden. Was? Wirklich? Aber wenn ich einen Zivilisten dort hineinlasse, würde ich wegen Vertrauensbruch belangt werden. Vertrauensbruch? Ganz einfach ausgedrückt, dann werde ich gefeuert. Oh. Tut mir leid, meine Lieben, mein Lieber. Ich habe nicht vor, wegen Ihnen entlassen zu werden. Was mit diesem Ausweis, der ins Mr. Goodman gehört? Das würde auch nicht gehen. Die Daten wurden an dem Tag deines Todes gelöscht. Oh. Anders ausgedrückt, Mr. Gumshoe ist der einzige Weg, in das Büro zu kommen. Ich frage mich, ob wir ihm etwas zeigen könnten, damit er es sich anders überlegt. Etwas zeigen? Ehrlich gesagt, ich will gar nicht, dass er seinen Job verliert. Er hat schon so schlechtes Leben damit und das ist doch... Oh. Oh Mann. Er tut mir ganz schön leid. Also ich würde jetzt die Vase gerne vorzeigen. Diese Vase. Ich glaube, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich auch. Irgendwo? Oh, das ist eine dieser Erinnerungen, die man aus seinem früheren Leben hat. Er ist der uninformativste. Er ist der uninformativste Inspektor, den ich kenne. Irgendwas an dieser Sache ist mir unangenehm. Es ist so, als wäre ich am Büro des Polizeichefs und er schreibt mich an. Polizeichef kennen? Wo könnte ich die schon mal gesehen haben? Aha, also zeigen wir das Foto. Lassen Sie sich einen Rat vom Inspektor geben. Wenn Sie keine Ahnung haben, dann halten Sie Ihre Klappe. Das werde ich mir merken. Psst. Oh Mann. Was soll ich denn sonst zeigen? Okay, dann machen wir es mal im lustigen Prinzip. Wir machen einfach mal so. Hey, das ist sie. Die Trophäe des Königs der Staatsanwälte, die ihr Herrschaft gewonnen hat. Waren Sie bei der Verleihung der Weihe ins Wettergamm-Show? Natürlich, Junge. Ich habe selbst einen Preis für Sorgfalt erhalten. Das können wir doch schon. Also sprich jetzt vor und gucken nach, was wir ihnen zeigen können. Ach komm, die erste Seite ist ein... Okay, den Blue Witcher. Nee, komm. Das Springen, das haben wir. Oh, ist das jetzt vielleicht? Ja, es fehlt nur noch eine Nummer, die untersucht werden muss. Um 16.20 Uhr muss das Opfer ins Wetter Gummi mit jemand anderem, in dem wir weiß, wo wir getreten haben. Mit jemandem, der die Nummer eines leitenden Beamten hat. Oh oh, könnte das etwa... Na egal. 7777777? Das ist eine 7 zu 4, Inspektor. Ein leitender Beamter. Ich habe da so eine Ahnung. Nein, nicht ernsthaft. Nicht Kent! Nein, der ist doch so nett! Eigentlich ist er nett. Was kann ich dir noch zeigen? Ich habe mir diese Dokumente angeschaut. Die Beweisführung von Herr Edschow ist sauber. Unglaublich, dass manche ihm Ungerechtigkeit vorwerfen. Ich kaufe denen das jedenfalls nicht ab, mein Lieber. Befassen Sie sich mit dem Fall, um Herr Edschow zu helfen? Ja, war damals eine ganz schöne große Sache, Albert, du weißt. Weißt du, schließlich lief ein Serienmörder frei herum. Aber dann hat ein ziemlich unmissverständliches Geständnis abgelegt. Sie hat Beweise gefälscht und so da Schuld zu beweisen. Hey, was machen wir denn jetzt? Okay, dann mache ich es wirklich jetzt eben schnell so. Vorspulen, na? Ah, jetzt. Welche Tasten waren das die hier? Das ist das Foto, das Frau Star geschossen hat. Können Sie uns etwas dazu sagen? Diese Frau Star ist der echte Lady. Ich erinnere mich, es war Winter. Ich war 16. Sie war die Einzige, die mich je dazu gebracht hat, zu erzählen, was damals war. 16? So alt bin ja ich jetzt. Was passierte damals? Ich frage mich, ob Inspektor Gumshoe auch auf der Schule im Trenchcoat rumlief. Oh Mann. Ja, ich weiß. Nein. Ja. Nee, Moment, präsentieren. Scheiße. Hey, ich habe mir gerade etwas von diesem Zeug gekauft. Jetzt kann ich auch rumgehen und Blutsprung finden. Wow! Ist das eine neue Sorte? Diese Flasche habe ich ja noch nie gesehen. Erhöhen Sie Ihre Körpergröße um 8 cm? Körpergröße? Hey, lassen Sie mich mal sehen. Bloomingtown?
klingt fast wie Luminol, heißt aber groß herauskommen. Nein, verbesserte Wachstumsformel. Wollen Sie einfach sagen, dass man damit keine Blutspur finden kann? Nun, es ist nicht das ganz dasselbe wie Luminol. Deswegen konnte ich die Dame an der Kasse das Grinsen nicht verkneifen. Grinsen nicht verkneifen. Oh Mann, Gamsho. Was machst du denn? Oh. Das hatte ich mir gerade schon gezeigt. So, und zack. Hey, dieses Pulver wird verwendet, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Ja, Herr Eschwein hat es uns gegeben. Was hat er gemacht? Ich habe nur etwas Mehl. Sind Sie okay, Inspektor? Schnell, laufen Sie! Hatsche! Oh Gott. Vielleicht tröstet es Sie. Ich habe mal auf einer frisch gestrichenen Bank übernachtet. Warum tröstet mich das nicht? Okay. Oh Mann. Auch was mache ich denn? Nein, falscher Knopf. Ich muss Ihnen alles vorzeigen, sonst komme ich hier niemand weiter. Oh, eine Verlustmeldung, hä? Sehr beeindruckend, Inspektor. Sie haben sofort gewusst, was es ist. Wohl, ich bin ein Meister des Verschlampens, weißt du. Meister? Das hat so einen tollen Klang. Ich sehe das so, wenn Dinge verloren gehen sollen, dann gehen sie eben verloren. Das ist einfach eine höhere Macht an mir. Warum eine höhere Macht? Vielleicht sollte ich Emma keine Beweise halten. Sollte ich Emma keine Beweise halten lassen. Okay. Was soll ich Ihnen sonst noch zeigen? Das kennen wir ja schon. Ja, der hat jetzt irgendwas gesagt über ihn. Was war denn da? Der hat irgendwas gesagt. Dann liest das jetzt mal vor. Ich kann nicht glauben, dass Wachmeister Marshall sowas tun würde. Kennen Sie Wachmeister Marshall? Natürlich, er war für mich wie ein Mentor. Als ich damals anfing, schenkte er mir sogar einen kleinen Kaktus. Ehrlich? Er sagte, Dick, er wird sich sogar all deine Probleme anhören. Persönliche Notiz, jetzt hat der Gamsho spricht mit einem Kaktus. Unfassbar, dass er nur ein Schreibpolizist ist. Jemand sollte mit ihm tauschen. Was? Warum sehen Sie mich so an? Ja, aber eigentlich hat er recht. Oh. Das ist der Ausweis des Opfers, Inspektor Goodman. Heute kann man mit Ausweis und Geheimnummer fast alles tun. Beängstigend. Das ist nur beängstigend, weil Sie Ihren Ausweis ständig verlieren, Inspektor. Ich vergesse auch ständig meine Geheimnummer. Das macht mir selber Angst. Aber ich bin ja schließlich ich. Und was sollte sich daran falsch sein? Ich denke, ich halte mich aus dieser Unterhaltung raus. Du kannst dich doch lieber aus allem raushalten. Ja, das kennen wir auch schon. Der Blue-Bitcher. Sind noch voll. Soll ich noch vorzeigen? Ich hab doch alles. Oder vielleicht auch nicht. Okay, ich habe alles gezeigt. Okay, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Vielleicht komme ich dann ja mal weiter. Tschüss.